Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde in Schönsichtigen mit Sims 2 und jetzt heute Familie Wandervogel, nämlich Janosch Wandervogel, der ja ehemals Blender hieß, also Janosch Blender, und seiner Frau, die Tina Wandervogel, sowie den Kindern Felix, Xavier und Wanda und der neuen, ja, der neuen Flamme von Felix, nämlich die Britta Katz, die er dann doch irgendwann mal heiraten möchte. Verlobt sind sie noch nicht, aber sie haben sie jetzt so ein bisschen, ja, eben verknallt und ja, die beiden finden sich noch. Ich weiß noch nicht, ob es heute passieren wird, quasi, dass wir dann heiraten oder Verlobung oder mal schauen. Die beiden suchen ja auch noch einen Job. Das ist ihr gemeinsames neues Zimmer hier. So, irgendjemand möchte irgendjemanden anrufen. Ich habe irgendwas. Ich weiß nicht, wer das gerade ist. Caroline Hübsch, meinetwegen plaudern. So, Tina hat die Krippe. Okay. Ich gucke auch noch mal fix auf. Die Jobs. Sonntag haben wir heute. Janosch hat frei. Tina hat auch frei. Die hat noch 6 Urlaubstage. Der hätten wir sowieso die Urlaubstage gegeben. Xavier muss... nee, der hat auch frei. Und unsere Wanda, die ist ja noch, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Schülerin. Die ist ja jetzt wirklich gerade erst zum Teenie geworden. So, Wanda hat Begeisterung für Fitness entwickelt. Sie kann jetzt Proteinshakes aus dem Kühlschrank nehmen. Sport ist eigentlich nicht Fitness, ist ihr, oder? Ja, Sport. Da müsstest du eigentlich was anderes machen. Habe ich eigentlich hier sowas in diese Richtung? Ich habe gar kein Basketballfeld oder so, ne? Nö. Könnten wir eigentlich mal kaufen für euch. Eigentlich Platz müsste man noch, also müssten wir finden. Warte mal, das machen wir doch direkt mal. So. Warte mal, das hier könnten wir mal ein bisschen in die Ecke. Nee, geht gar nicht. Hier haben wir, glaube ich, das ist nicht ganz gerade anscheinend. Oder? Ach doch. Doch, geht doch. Na also, das einmal dann rumdrehen. Dann kann man nämlich die alte Quelle der Müßigkeit auch noch ein bisschen weiter nach hinten schieben in den Garten. Und ich glaube, jetzt sind alle aus dem Schaukelalter erstmal raus. Deswegen nehmen wir oder kaufen wir uns doch lieber ein Basketballkorb, wenn ich den noch finde. Der müsste, hier ist er. Basketballplatz. So. Weiter nach vorne. So. Cool. Das müsste Wanda jetzt auch noch Spaß machen. So, dann schicke ich dich auch mal direkt zum Körbewerfen dort nach vorne hin. Okay. Genial. So. Rabea Link, unsere Gärtnerin, ist hier. Alle sind ja heute dann quasi auch hier und bleiben auch hier. Okay, Felix, wo ist er denn? Ach, der ist Müll rausbringen. Ist gerade hinten rausgegangen. Vermute ich mal. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Okay, dann geh mal hier Müll rausbringen und danach kannst du dich umziehen. Ich wage es ja nicht drauf zu klicken, weil er sonst den Müll hier irgendwie liegen lässt. Zieh dir mal was an, bitte. Komm, Alltagsklamotten. Und guck mal, deine Verliebte hier, deine Geliebte, die tanzt die ganze Zeit mit deinem Vater. So, du könntest mal mit ihr tanzen. So, Janosch. Oh, Wanda. Hey, Wanda. Wanda darf jetzt in Mitgliedskarte ins Luxus Fitness Center. Sie macht doch jetzt gerade Sport, nicht Fitness. Das ist doch ein Unterschied. Naja, vielleicht kommt er zu spät. Uiuiui, sie ist krank. So, mein lieber Janosch, geh du mal auf Toilette. Dann kannst du die noch säubern, kannst da hinten noch abspülen. Und unsere Tina. Bei ihr muss ich mal gerade auch gucken, wie weit bist du mit deinem... Och, guck mal, du kannst auch Sport machen. Komm, ich schick dich mal hier raus mit Wanda. Wobei, Wanda ist schon wieder fertig anscheinend. Wanda, du... Oh,
Wanda duscht, während Papa die Toilette sauber macht. Das ist auch seltenst. Aber aufs Klo ging er trotzdem nicht mehr. Okay. Na gut. Wo ist denn unser Xavier? Xavier? Oh, der ist nach oben gegangen ins Whirlpool. Okay. Komfort und Spaß brauchst du doch gerade gar nicht. So, dann geh doch mal auf die Toilette und du hast Hunger. Und Hunger ist irgendwie unten in der Küche, mein Lieber. Wir gucken einfach mal, was im Kühlschrank noch vorhanden ist. Katharina Landgraf, unser Hausmädchen, ist auch da. Und ich kümmere mich mal um Felix und Britta, weil wir sonst nichts anderes gerade zu tun haben. Ja, komm, bleib stehen. Okay, so. Einmal romantisch küssen. Und, wir können schon einen Antrag machen. Na dann, komm schon, mach. Se pole, puede ni le sebo. Fleona. Oh, Father Silo. Oh, Revivo. Sie hat ja gesagt. So, dann können wir noch mal ein bisschen hier rumschmusen. im Kühlschrank ist nicht mehr allzu viel. Eigentlich, bevor ihr beide dann anfangt zu arbeiten, könnten wir das wirklich ja machen, dass wir jetzt gerade mal die Hochzeit auch hier planen. Und das heißt, wir haben ja einen schönen großen Garten. Jetzt muss ich mal nur überlegen. Es steht ja auch sehr viel in dem Garten, muss ich allerdings auch sagen. Es ist unheimlich viel auch drin. Das möchte ich gerne gerade mal umstellen. Was ist denn da in der Ecke? Ach, das ist ein Blumentopf. Okay. Habe ich eigentlich noch irgendeinen anderen Balkon? Ja, den, aber da wird es nicht passen. Noch ein Balkon? Hier oben. Aber da passt es auch nicht wirklich rein. Was wir alles auf unseren Balkon rumstehen haben. Heieiei. So, warte mal. Das stelle ich da rein. Das, die Töpferscheibe töpfert eigentlich hier jemand. Keine Ahnung. So. Dann habe ich nämlich unten jetzt etwas mehr Platz. Und würde hier dann den Bogen hinmachen. Einmal mit roten, würde ich jetzt mal sagen. Und in diese Richtung. So, na, andersrum. So rum. Richtung Schwimmbad. Und dann würde ich noch sagen, ja, eine Torte. Die Torte stellen wir... Ach, unsere Küche ist so winzig, ne? Aber die stellen wir hier rein. Und hier noch... Dann unser Müffelbuffet. Das heißt halt mal so, ne? Müffelbuffet. Und wie wäre es mit einem Freudenfeuer? Yay! Das können wir danach wieder verkaufen, wenn wir es benutzt haben. So. Dann brauchen wir doch eigentlich nur noch Partygäste. Britta schläft sich noch mal ein bisschen aus und du kannst schon mal die Hochzeitsfeier planen, mein lieber Felix. Und ich guck mal, ob die anderen dann auch alle fit genug sind. Janosch, du gehst noch mal auch mal kurz hoch, benutzen und... Nochmal eine Runde in den Nickerchen oder schlafen. Oh je, Tina. So, Moment. Wen laden wir denn ein? Franzi, Lana. Jetzt muss ich mal überlegen. Britta Katz, kennst du noch jemanden von der Familie von ihr? Nicht wirklich. Naja, gut. So, Peter Ottomas, den können wir noch. Die Bonnie können wir einladen. Den Arthur. Er kennt zwar schon sehr viele, aber naja, nicht, dass er sie wirklich kennt und dass sie wirklich dann noch hier herkommen. Das ist ja immer so die andere Seite. Oh, aber anscheinend kommen sie alle. Und ich würde aber trotzdem noch sagen, Britta, wenn du nochmal kurz selbst aufstehst und noch ein paar dazu einlädst. Warte mal, so ein Sim einladen.
Mache ich gleich. So, Xavier geht's gut. Was macht denn ihr zwei? Ihr wisst, ihr flüstert hier draußen. So, du gehst nochmal. Genau, du willst nochmal auf Toilette und nochmal duschen. Wanda. Franzi Schneider ist schon hier. Erste Partygast. Unser Hausmädchen geht und hier kommen sie ja. Das ist Peter, das ist Rosa. Hier haben wir die Luise, den Arthur, Sandra. Der muss sich mal irgendein anderes Klamotte geben. Das sieht ja nicht ihrem Alter und ihrem Outfit, also ihrem sonstigen Erscheinen. Das ist furchtbar. Sorry. So, du stehst mal auch mal auf. Wo ist denn Felix? Ach Gott, der macht noch, der trainiert gerade noch ein bisschen. Okay. Hey, die kamen ja wirklich alle, obwohl ich ihn gar nicht so gut kenne. Aber finde ich ja nicht schlecht. Sogar die kamen. Wow, krass. Alphabetisch sortieren, nee. So, ich den Bruder, die Schwester. Ach so, nee, Moment. Ah, verdammt. Ich kann die ja nur einzeln einladen. Das ist natürlich auch doof. Okay, einladen. Haushalt einladen. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Ja, die Manuela. Die Katze darf zu Hause bleiben. Das, der wird eh langweilig hier. Die hat hier nichts. Hört sich gut an. Wir kommen gleich. Okay, super. Dann probier's nochmal bei deiner Schwester. Ob die auch noch mitkommt. Ich hoffe nicht, dass es dann zu viele Sims an einem Grundstück sind. Nee, nicht die Schwester. Also, Katja, das ist deine Schwester. Haushalt einladen. Während sie ihren Kopf durch die Tür... Naja. Und ihren Mann kann sie mitbringen, den Gerrit. Nee, der kann auch zu Hause bleiben. Das ist ja nicht verwandt mit ihr. So, auch sie kommt. Cool. Und den großen Bruder Britta, willst du den auch noch einladen? Ich glaube, es reicht auch an Gästen. Die stehen auch alle vor der Tür. Wer ist denn da schwanger? Wer ist denn das? Ach, die Manuela. Heieiei. Stimmt. So, die haben ja auch erst geheiratet. Ja. So, einmal reden, plaudern. Ich glaube, Manuela kennst du auch, meine ich. Oder? Nicht? Nö. Verona, ne? Okay, es sind jetzt so viele hier. So, ihr redet einfach erst einmal. Palaver, palaver. Okay, dann Janusz, du bist noch im Bett. Sei mal so gut, sei mal ein guter Brautvater und servier schon mal das Essen bis später. Hä? Und Felix? Ach, guck mal. Was macht ihr alle auf der Straße? Kissenschlacht? Kissenschlacht auf der Straße. Und Tina befreundet sich natürlich gleich auch dann mit Carsten hier. Ey, hallo, du bist mein... Ja, wie nennt man das denn? Von der Schwiegertochter der Bruder? Keine Ahnung. Und Felix, aufhören zu trainieren und nun geht's heiraten, bitte. So, das ist die Lana. Die machen hier draußen Kissenschlacht. Peter und Rosa. Was machst denn du, Tina? Plaudern. Okay, ich dachte gerade, sie hätte ihn angestupst oder so, aber so, kommt mal rüber. Oh, Britta steht schon. Felix kommt irgendwoher noch. Ah, da. Aber bitte noch umziehen. Felix? Danke. So, okay. Ja, Britta schaut nicht schlecht aus. Was du dir da das Kleid? Ich habe ja nicht groß geguckt, ne? Ibsen. Der Pote? Mafisan. Oh. Le Fratam Lakino.
Vou poder levar a Moni. Oh, Val! E você? É você. So, aus Britta Katz wurde somit Britta Wandervogel. Juhu! Und die Partygäste, wow, Wahnsinn. Also doch sind einige gekommen. Und guck mal, die Luisa hat das gleiche Kleid an wie die Braut. Na, super. Okay, klasse. Wo ist denn der Janusz? Ach, Janusz. Janusz hat es verpasst. Ups. Dann geh du mal hin, Tina, und servier mal das Essen. Das war aber eine schöne Woche. Hoffentlich bleibt das so. Ja. Gott, die kommen alle wirklich zum Gratulieren, oder wie? Nee. Was? Footback spielen? Okay. Cool. Was? So, okay. So einmal plaudern mit, wen habe ich denn jetzt? Mit der Schwester, der Katja. Und vertraut einen Kuss geben. So, jetzt ist das Essen eröffnet. Ihr könnt was essen. Ja, Tina ist das egal, die ist jetzt mal ins Bett gegangen, die ist viel zu müde. Janusz ist natürlich jetzt, Janusz, in Unterwäsche hier aufgetaucht, der war, naja gut. Irgendjemandem wurde gerade Freund von Felix, ich weiß nicht, mit wem er hier gerade, ich glaube mit der Lana, oder? Ich weiß gar nicht, nee, mit Franzi. Franzi war jetzt das. Der spielt mit Lana. So, wir können auch mal ein bisschen abhängen. Und ich versuche mal wieder ein großes Abhängen hier. Wer auch immer hier mit abhängen möchte, der funktioniert nicht. Die Franzi könnte auch noch dazu. So. Und Britta. Oh. Warum steht ihr jetzt alle wieder auf? Es wird dunkel hier draußen. Und dunkel war's. So. Ich gehe mal was essen. Oh, ein totaler Hammer. Die Hochzeit war der totale Hammer. Yay. Na dann. Na dann würde ich jetzt noch sagen, Hochzeitsnacht gehen wir doch mal direkt nach oben. Und ins Bett. Oh, Xavier hat alles. Jo. Dachte sich, ich spiele mal lieber so ein bisschen. Der hat überhaupt nichts mitgekriegt, du. Meine Güte, ich habe dich aber nicht irgendwie da oben an das Schachbrett gesetzt, mein Lieber. Oh, ich hatte die Torte vergessen. Mist. Mist, Mist. Na gut, wir gehen jetzt erstmal ins Bett und shit. Ich habe die Torte vergessen. So, bis Britta kommt. Die wird dann gleich kommen. Gucke ich nochmal kurz die anderen an. Janusz isst auch nochmal was essen. Tina ist im Bett. Und Xavier geht jetzt auch was essen. Und Wanda, die ist in irgendeinem... Ah, hier oben ist sie. Die macht sich gerade noch... Ja, ein Schaumbad und dann darfst du nochmal auf die Toilette und wird dann auch nochmal was essen können. So, und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde, wenn es dann hier wieder weitergeht, mit Familie Wandervogel. Ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.